Leute, herzlich willkommen auf den Thunder Gaming. Und heute spielen wir wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Emergency Hamburg. Ich werde heute mal ein bisschen spontan irgendwas hier machen. Ich denke mal, ich werde hier ein paar Dinge einfach ausrauben, wenn es funktioniert. Ah, das ist zum Beispiel offen. Ich weiß auch gar nicht. Ist hier irgendwie. Ne, es gibt hier auch noch 5 Polizisten, das sollte funktionieren. Ich höre Schüsse. Aber egal, wir rauben auf jeden Fall erstmal das hier aus. So. Ich habe auf jeden Fall Bock. So. Ich will ja immer noch diesen Bugatti, den teuren. Das teuerste Auto hier in diesem Spiel kaufen. Was macht denn die Feuerwehr hier? Und ja. Da muss ich mal gucken, wie das dann so läuft. Seit wann ist denn hier so eine Trennung? Haben sie neu gemacht, okay. Anscheinend haben sie dann eine Trennung hingemacht, weil wahrscheinlich jeder immer da durchgefahren ist. Ich darf nur 70 fahren. So. Alter, da ist ein Baum gewesen. So. Guck mal kurz, ob hier irgendwas geht. Ey. Das Autofahren ist so kacke in diesem Spiel manchmal. Nee, tatsächlich nicht. Dann fahren wir mal zur Riesentankstelle da bei, auf der Autobahn. Und gucken, ob man da lang fahren kann. So. Zack. Gut, dann gehen wir mal gucken hier. Jetzt darf ich sogar Unlimited fahren. Das ist geil. Geisterfahrer. So. Gucken wir mal. Ist auch offen. Mann. Na, wie teuer sind denn hier in Hamburg die Preise? Super. 3,97 Euro. Okay. Also die El Oso, die scheint teuer zu sein. Ich muss wirklich sagen, diese Map ist auf jeden Fall geiler geworden, ne? Also die ist größer geworden, das ist schon eine geile Sache hier. Finde ich einfach geil. So, wir fahren nicht gegen das Schild, am besten an das Schild vorbei. So, wo fahren wir jetzt? Zum Werkzeugladen? Ne, ich wollte zum Hofladen fahren. Gucken, ob da irgendwas frei ist. Aua. Mann, ich kriege jedes Mal eine Strafe hier, ne? So. Seit wann ist denn hier eine Haltestelle? Egal. Jetzt darf ich jetzt. So. Mann, natürlich ist das auch schon. Gut, dann fahren wir einfach mal zum Autohändler und gucken, ob da irgendwie neue Autos drin sind. Ich denke mal nicht, weil ich euch das letzte Update ja vor... erzählt habe. Bruder, warum fährt er links? So. Ja, jetzt bin ich sogar schon angehauen. Ich glaube aber, es gibt keine neuen, ne? Ne, sind immer noch die, die halt neu einfach dazugekommen sind.
man denn hier irgendwas Geiles kaufen? Nee. Ich will ja irgendwann so machen, dass, wenn ich dann das teuerste Auto habe, also den, praktisch den Bugatti, ich den Bugatti habe, dass ich mir dann, praktisch die anderen Autos auch noch kaufe. Das heißt, ich kaufe mir jetzt erstmal den Bugatti dann mit dem Geld für 1 Million. Ja. Und danach kaufe ich mir die ganzen anderen Autos hier, dass ich dann einfach alle Autos habe. Ja. So, was können wir jetzt machen? Wir können unser Auto reparieren in der Zeit. Fahren wir mal zum ADAC. So. Ja, jetzt muss ich auf jeden Fall zum ADAC fahren, weil sonst mein Auto Schrott ist. So. Oh, Junge. Können wir nochmal kurz hier gucken in der Zeit, ob hier irgendwas noch... Ja, ist wieder zu perfekt. Klauen wir hier nämlich nochmal kurz alles. Weil ich tatsächlich das Geld brauche. So. Zack. Mich gerade auch Frage ist, ob die Polizisten hier überhaupt noch unterwegs sind oder nicht. So. Batz, batz, batz. Fahren wir mal kurz zum ADAC und reparieren dann eben mal kurz mein Auto. So. Mach auf das Ding. Zack. Gut, dann fahren wir jetzt mal zur Osso-Tankstelle. Ich glaube, jetzt könnte die tatsächlich frei sein. Habe ich zumindest so das Gefühl. Könnte tatsächlich sein, dass der jetzt da als erstes hinfährt. Aber mal sehen. So. Ja, ist tatsächlich auch frei. Können wir auch. Ich finde diese Schiebetüren geil. Warum gibt es die nicht in jedem Laden? Oder sind die kaputt, die Türen? Ich glaube, die sind tatsächlich kaputt. Oder wie dieser Typ hier leckt, Alter. Der leckt unnormal. So, dann fahren wir mal weiter. Und let's go. So. Okay, fahren wir jetzt nochmal zum Hofladen. Vielleicht ist er ja jetzt frei. So. Meine Güte. So. Hofladen. Da. Okay, der Polizist ist auch irgendwie interessant da. Oh, Ausfahrt verpasst. Nee, ich will nicht in die Kanalisation fahren. So, okay. Boah. Jetzt aber dahin. Ab geht's. So. Wie viel kommt denn hier raus? Ich weiß absolut nicht, Chat, warum gerade... Warum sage ich denn immer Chat? Sorry, Leute, dass irgendwie das Video hier die ganze Zeit kacke ist. Weiß gerade selber nicht ganz, warum. Mann, wie viel ist das denn hier? Junge, es ist viel. Oh.
So, irgendwann kann der nicht mehr rennen. Dann fahre ich weg. Ja, jetzt habe ich Verfolgungsjagd. Perfekt, geil. Mann, diese Lenkung, ey. Die haben die Lenkung auf jeden Fall angepasst. So. Nein, nicht ins Wasser. Was ein Scheiß. Nee, komm. Ich tu Rage quitten. Ist mir egal, ich bin eh im Knast schon. Ist egal, ich bin eh schon im Knast. Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne Like, Abo und Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao. Feeling the show.